Dog Brain! Zentauro-Action-Rucksack ist sensationell. Er hat Flammenhaare und er ist super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test. Seine Superhund kann sprechen, er ist mutig und frei. Yuki trinkt ein Cappuccino und ist immer dabei. Seine Mom ist immer busy und sein Dad ist durchgeknallt. Er ist wild, zugemüllt, das ist Johnny Test. Bob ist wirklich Super Agency. Extremdienst, Moon, sie ist ein Frierungsschlag. Affenboy, Robotin, Monster, Trucky Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Eine nette Vorführung von Photonenergie. Und mir gefällt das coole Design. Für deinen Laser bekommst du eine 2+. Unterricht im Freien ist der absolute Wahnsinn, Professor Slopsink. Ja, das ist wirklich der perfekte Tag, um unsere letzten Projekte zu bewerten. Ich verabscheue warme Sommertage. Ich schwitze mir nur höchst ungern meine Unterwäsche nass. Hydraulisches Exoskelett kenne ich schon, aber nicht schlecht. 2-. Düsenrucksack, retro, aber stylisch. 2. Beim alten Einstein, was ist denn das? Das ist meine Quanten-Chilla-Chillo-Maschine. Das ist der Hammer. Bist du überhaupt ein Megastudent? Nein, ich bin der Kaffeejunge, aber manchmal bin ich auch echt genial. Ha, man kann wohl kaum einen verrückten Kaffeeburschen ein Genie nennen. Sehen wir uns jetzt ein paar wahre kongeniale Innovationen an, wie zum Beispiel... Dongo! Das ist Surfersprache und heißt Hilfe! Wir können nicht steuern! Das machen wir gleich nochmal. Entschuldigung, Professor, aber wir brauchten unseren Bruder, um unser super cooles Projekt zu demonstrieren. Das ist ein wellengenerierendes Surfbrett. Das ist so wie Surfen ohne Brandung. Die perfekte Erfindung für Spaß in der Sommerzeit. Es gibt schon viel zu viel Spaß in der Welt. Aber ihr seid mal wieder total genial. 1+. Das nennen Sie genial? Wie närrisch. Sie haben die Power meiner kaffeebasierenden Technologie noch nicht kennengelernt. Hallo, Erde am niederen Kaffeejungen. Du sollst hier arbeiten, nicht quatschen. Ich würde deine Kaffeetechnologie gern mal probieren. Du kannst haben, was du willst. Eiskalten Eiskaffee jeder Art, umsonst. Ein bisschen Schlagsahne wäre mir lieb. Vielleicht hebe ich mir das für später auf. Was war denn da drin? Sieht aus, als wäre das das Werk des Unheimlichen... Gehirneinfrierers! Ich bin Porkbellys neuester, fiesester und größter Superschurke! Jetzt komm mal wieder runter, Gehirneinfrierer. Es besteht kein Grund, so fies zu uns zu sein. Ich finde die Atmosphäre hier ein bisschen frostig, ihr nicht? Hey, sie wollte doch nur, dass du ein bisschen cool bist. Du wirst gleich cool sein. Und zwar für immer. Und jetzt klaue ich mir diese Erfindungen für meine Mission. Erst erobere ich Porkbelly und dann erobere ich die ganze Welt. Hey, ich habe eine Idee. Weglaufen! Ich meine, surfen! Wenn der uns trifft, dann müssen wir Schlittschuh laufen. Genau, lauf! Ich meine, surf nur, ich krieg euch! Das Letzte, was ihr sehen werdet, ist der Gehirneinfrierer! Oh, yeah! Und jetzt schnell ins Labor der Mädels! Vielleicht finden wir da was, womit wir den verrückten Kaffeetypen aufhalten können. 100 pro. Also, da sind Scooty, der Turbo-Action-Rucksack, der Pickelstrahler und der Nacho-Käse-Beschleuniger. Alles, was wir brauchen, um den eisigen Typen aufzutauen.
Verschlossen. Und man muss schon ein Genie sein, um diese Kombination zu knacken. Ein Genie, ach ja? Na sowas. Wenn das nicht der kleine Testbruder ist, wie komme ich denn zu dieser unerwünschten Störung, hä? Du musst uns helfen. Es gibt einen neuen Bösewicht in Porkbelly. Wir müssen ihn aufhalten. Und jetzt beantworte mir eine weitere Frage. Warum sollte ich das tun? Wir müssen dringend wissen, wie man ein kybernetisches Silikongel-Zeitschloss knacken kann. Oh, warum fragst du nicht deine genialen, distanzierten, kühlen Schwestern, ob sie das für dich tun können? Weil der Gehirneinfrierer sie eingefroren hat. Was? Augenblick, ich bin gleich da. Dieser blöde Teleportierer. Augenblick, mein anderes Bein muss jede Sekunde hier sein. Aber wir müssen ins Labor, schnell! Ich hab gesagt, wir müssen noch auf mein anderes Bein warten. Haha, alles klar. Und ab geht's. Wie kriegen wir das Teil auf? Mit einem computerisierten Codebrecher, einem Hyperhydro-Powerbohrer? Ich denke, ich habe etwas höher entwickelteres als das. Dynamit? Tja, dann wollen wir mal. Ich bin Bum Bum Boy. Damit werden wir ihm sein Koffeinhintern versohlen. Und falls das nicht klappt, bevor ich mein geheimes Versteck verlassen habe, habe ich mir noch schnell das gegriffen. Was denn, ein Knallfrosch? Das ist ein molekularer Knallfrosch. Das Teil zerlegt alle nicht-organischen Dinge mit einem lauten Plopp in kleine handliche Häppchen. Wie funktioniert das? Augenblick, ich zeig's dir. Es hätte durchaus gereicht, es uns zu sagen. Na schön, Zeit für Plan B. Was ist Plan B? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen den Gehirneinfrierer mit seinen eigenen Waffen schlagen. Hey, wartet. Das ist es. Ich hasse es, wenn er das sagt. Wir lassen diesen eisigen Vereiser seinen eigenen Chilaccino kosten, den du dir für später aufgehoben hast. Das wird ihm nicht schmecken. Hört mal, ich hab da noch ein paar teuflische Kostüme und super Equipment in meinem Labor. Das könnten wir brauchen. Oh. Nicht aufregen, unsere Beine sind jeden Augenblick da. Das wird uns helfen. Kaffee, herrlicher, erfrischender Eiskaffee. Wer hat noch nicht? Hey, wer seid ihr? Die neuen Eisekaffee-Jungs, wie wär's mit einem hübschen Mokolade-eisiges Eismännchen? Tja, mein Rachefeldzug hat mich durstig gemacht. Aber wollen wir nicht alle was trinken? Hä? Okay, Boss. Keine Sorge, Duki. Die beiden Becher sind ungefährlich. Zimt! Ich möchte gern Zimt. Oh, ich bin auf Laktose allergisch. Nimm du den. Da ist mir zu wenig drin. Ich möchte den hier. Oh, ich hab den Becher schon angenuckelt. Ich will den. Nein, ich will den. Ich will den. Nein, ich will den. Ich will den. Nein, ich will den. Ich will den. Ich hab den Überblick verloren. Tja, aber ich nicht. Alles klar, hoch die Tassen, auf deine Wohl, Boss. Ich hab dich reingelegt. Gleich bist du selbst eingefroren. Ach, meinst du wirklich? Ups, ich hab mich verzählt. Es wird Zeit, dass du dich deinen Schwestern und deinem fusseligen Freund zugesellst, Eisbein. Niemand friert meine süße Susan ein oder ihren Bruder Johnny, weil... Ja, er ist der Einzige, der mit mir redet und meine komplexen Gedankengänge versteht. Hey, wo warst du? Ich hab mich verlaufen. Hat vielleicht jemand Lust auf Baumeis am Stiel? Versteht ihr Eis am Stiel? Johnny, Beeilung, was kann ich ihm jetzt Cooles sagen? Sag ihm, der Kaffee ist fertig, aber sag's schön cool. Der Kaffee ist fix und fertig. Nein, warte, warte. Der Kaffee fährt richtig. Nein, das war's auch nicht. Wie war das noch gleich? Der Kaffee ist fertig. Du hast gehört, was er gesagt hat. Nein, nein. Und der Typ nennt sich Bösewicht. Mann, wie erbärmlich. Wir haben's geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch meine Schwestern, Duki und die anderen Genies wieder auftauen. Ich würde sagen, eine Tasche heißer Tee macht ihn Feuer unter dem Hintern. Chili-Tee. Blöder Witz.
Ich kann nicht glauben, dass ihr uns gerettet habt. Was soll denn das, hä? Das Einzige, das ich fordere, ist ein Schmatzer von meiner süßen Schulte. Mehr will ich gar nicht. Kommt nicht in die Tüte. Du hast zwar meinen allergrößten Respekt, aber meine Küsse sind nicht käuflich, klar? Was denn? Krieg ich keinen Lohn dafür, dass ich euer Leben gerettet hab? Da fällt mir was ein. Juhu! Bongo! Aber sag mal, wie hält man das Ding eigentlich an? Neig dich nach links. Nein, das andere links. Der sollte mal ein bisschen chillen. Ha, wie wär's mit Chili-Tee? Los geht's! Hallo Schneesturm, heute fällt die Schule aus. Juhu! Oh. Hey, laut Wetterbericht haben wir heute einen Schneesturm und alle Schulen bleiben geschlossen. Tja, da habt ihr euch wohl zu früh gefreut, liebe Kinder. Der große Schneesturm, den ich vorhergesagt habe, hat nur den Süden von Pork Belly gestreift. Und stattdessen bekommen wir eine extreme Hitzewelle. Eine Hitzewelle? Es ist Winter. Damit liegt er garantiert genauso falsch wie mit dem Schneesturm. Wenn es so heiß ist, dann ist das genau die richtige Zeit für prickelnde rote Brause. Mach eine Sause mit roter Brause. Grüß dich. Unterwäsche ist ja so heiß. Es ist mitten im Winter. Ich müsste jetzt snowboarden und nicht einen Haufen Schularbeiten machen. Was soll das? Stöberst du in Zauberbüchern nach einem alten Zauberspruch? Hallo, Jungs! Nein, aber vielleicht können die beiden uns helfen. Haha, ich bin's! Sisra, der König der Maulwurfsmenschen! Wir sind hier, um die Erde zu erobern und niemand kann uns aufhalten, dank unserer Spezial-Sunblocker-Maulwurf-Sonnenbrillen! Mit echten Glitzersteinchen! Macht euch bereit, erobert zu werden! Scharfe Sonnenbrille darf ich mal? Hey, grelles Licht! Rückzug, Rückzug! Na, Duki, habe ich nicht die cleversten und hübschesten Schwestern der ganzen Welt? Ganz ohne Frage, Johnny. Ehrlich gesagt, ich finde, sie sind... Die Antwort ist nein. Warum sagst du gleich nein? Wir haben euch doch noch gar nichts gefragt. Du hast recht, Vorurteile sind was Blödes. Danke für das Kompliment. Macht euch einen schönen Tag. Tja, dann bleibt uns wohl nichts weiter übrig, was? Bitte, 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 bitte! Könnt ihr es schneien lassen? Nein. Und alles Bitten und Betteln bringt uns nicht dazu, Wasserdampf in die Luft zu schießen, um die atmosphärischen Verhältnisse zu verändern, mit dem Resultat, dass es in ganz Pork Belly wie verrückt schneit. Ist das klar? Keine Sorge, mein Freund, der du meine Futterschüssel füllst und mich hinter den Schlappohren kraulst. Du weißt ja, ihre harten Herzen werden weich wie Knete, denn ich bin der Bettelkönig. Bitte, 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 bitte! Nein! Bitte, 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 bitte! Nein! Bitte, 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 bitte! Nein! Bitte, 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 bitte! Ist ja gut, das reicht. Ihr bekommt einen Schneesturm. Nur bitte, bitte hört auf, uns anzubetteln. Das ist die ultimative Schneemaschine. Schnee! Es dauert einen Augenblick, bis der Schnee hier ist, Johnny. Johnny! Es kann sein, dass Sie irgendwann einschlafen. Es schneit super duper, die Schule fällt aus. Wir sind zurückgekehrt, um die Erde zu erobern. Mit unseren neuen schützenden Sonnenbrillen, die nicht entfernt werden können. Rückzug! Schon wieder! Mann, oh Mann, das war ein rattenscharfer Schneetag. Ich will noch einen haben. Vergiss es gibt keinen Weg, deine Schwestern dazu zu bringen, ihre Schneemachmaschine nochmal für dich einzusetzen. Du hast recht. Wir müssen sie ja nicht fragen.
Hey, ist das nicht Gil, der gerade hochsieht und euch zuzwinkert? Gil? Von nebenan? Oder war das nur mein perfekter Schnee, Gil? Leise rieselt der Schnee! Hey, das ist das allerletzte Mal, dass wir auf diesen Gil-Trick reinfallen. Hundertprozentig. Aber er sieht ihm irgendwie ähnlich. Schneegirl. Sieht aus, als wäre Pork Belly schon wieder unvorhergesehenerweise mit Schnee überrascht worden. Zur Freude der Kinder, die gemütlich Schlitten fahren. Aha! Wir sind zurückgekehrt! Schon wieder! Ach, hör doch auf! Na schön, nur noch einen Schneetag und dann geht's wieder in die Schule. Ich verspreche, ich mache auch meine Hausaufgaben. Johnny, du kannst voll vergessen, dass Susan und Mary nochmal auf den alten Schneegil-Trick reinfallen. Hey, ist das nicht Gilly Killy, der wieder zu euch hochzwinkert? Was macht er denn jetzt? Er zieht sein Shirt aus und lässt seine Muckis spielen. Wow, das sind vielleicht ein paar prächtige Bizepse. Johnny Test, das ist das letzte Mal, dass du es schneien lässt, klar? Wenn ihr das sagt, Schwestern. Johnny, wie oft hast du auf den Knopf gedrückt? Keine Ahnung, wieso? Das ist jetzt der 30. Tag dieses unglaublichen Marathon-Schneesturms. Die schlechte Nachricht ist, dass wir seit einem Monat in unserem Haus eingesperrt sind. Aber die gute Nachricht ist, dass ich noch immer keine Hausaufgaben machen muss. Essenszeit! Super, ich sterbe vor Hunger. Hier bitte, Kinder, Mantelkotelett. Seit gestern sind die Fleischbestände von Pork Belly ausverkauft und so essen wir heute meinen Ledermantel. Guten Appetit! Mantelkotelett? Wer soll denn das essen? Gibst du mir mal das Ketchup rüber? Hey, ich bin im Wachstum. Ich brauche Proteine und keinen Ledermantel. Da draußen muss es doch irgendwas geben. Na schön, tut mir leid, dass ich eure Schneekanone überlastet habe. Könnt ihr nicht irgendwas in die Luft feuern, um das rückgängig zu machen? Natürlich! Aber das Dach des Labors ist meterhoch eingeschneit. Und wegen deines kleinen Schneesturms ist ganz Pork Belly ohne Strom. Das Einzige, was jetzt hilft, wäre eine Hitzequelle, die stark genug ist, um den Schnee zu schmelzen. So sieht's aus. Tja, wenn wir nicht nach oben können, um den Schnee schmelzen zu lassen, dann gehen wir eben einfach nach unten. Auf zum Erdbohrer! Endlich, Freunde, ist die Zeit gekommen, die Erde zu erobern! Und mit unseren Sonnenbrillen, die nicht runterfallen! Und dank der Tatsache, dass Pork Belly meterhoch eingeschneit ist, gibt es nichts, was uns noch aufhalten kann! Gar nichts! Ihr habt es geschafft, wir geben auf. Du hast mal wieder gewonnen, flammenköpfiger Erdlingsjunge. Ja, wie auch immer. Könnt ihr uns aus der Patsche helfen? Du willst unsere Hilfe? Wir glauben, wenn ihr den Erduntergrund kontrollieren könnt, dann könnt ihr vielleicht auch die Hitze des Mittelpunkts der Erde nutzen, um den Schnee in Pork Belly zu schmelzen. Dann schulden wir euch was. Ha! Was sollten wir schon von dir wollen, kleiner, großmäuliger Erdlingsjunge? Er könnte uns bei unseren Plänen helfen. Ich glaube, ich spinne. Das könnt ihr knicken. Wir werden euch nicht helfen, die Welt zu erobern. Eure Welt erobern? Eure Welt erobern, das ist vielleicht witzig. Wir haben was Besseres zu tun, als eure Welt zu erobern. Also, was wollt ihr dann? Wir wollen nur deshalb nach oben, weil wir ein paar Kästen rote Brause für unsere Fiesta brauchen. Abgemacht! Maulwurfsoldaten, öffnet die thermalen Tunnel! Es funktioniert! Hey, die Frage ist, wo das ganze Schmelzwasser hinfließt. Oh, das ist eine gute Frage. Wohin bloß mit dem ganzen Schneeschmelzwasser? Oh, ich weiß. Es wird unsere kuscheligen Maulwurfsgänge überfluten und... Oh, oh. Jetzt brauche ich wohl einen kleinen Gefallen von dir.
Tja, Leute, jetzt ist endlich der ganze Schnee geschmolzen und die Menschen müssen nicht länger ihre Ledermäntel essen. Hört mal, Kinder, ihr solltet euch lieber an die Hausaufgaben machen, denn morgen fängt die Schule wieder an. Fiesta! Hey, könnt ihr ein bisschen leiser feiern? Ich muss Hausaufgaben machen. Na klar, können wir. Machen wir aber nicht, denn das ist mein Lieblingslied! Komm schon, du miese Peter, die feiern eine Fiesta. Ja! Tja, damit habe ich nicht gerechnet.